Elektromobilität ist stark im Kommen, doch die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Beim neuen Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid sorgt der Hersteller für entsprechende Voraussetzungen, indem ein vollwertiges, alltagstaugliches Allrad-Familienauto mit alternativem Antrieb angeboten wird. Und das zu einem überaus fairen Preis von 39.900 Euro, wie anlässlich der Veranstaltung zum Weltumwelttag im Technischen Museum Wien bekannt gegeben wurde. Mit dem Plug-in-Hybrid des Outlander kann immerhin 50 Kilometer rein elektrisch gefahren werden. Für viele reicht das im täglichen Betrieb und so kann abends oder zwischendurch mal bequem nachgeladen werden. Tankstellenbesuche werden da immer seltener. Und wer längere Strecken fährt, hat dank des Hybridsystems insgesamt 800 Kilometer Reichweite, also keinerlei Einschränkung zu befürchten. Mitsubishi war ja 2010 schon der Pionier. Wir haben 2010 mit dem iMiEV den weltweit ersten reinen Elektro-Kleinwagen gebracht. Wir haben heute vorgestellt den weltweit ersten SUV, Plug-in-SUV. Und generell hat Mitsubishi die Strategie, bis zum Jahre 2020 werden mindestens 20% des Produktionsvolumens Elektroautos und oder Hybride sein. Umweltfreundliche Fahrzeuge sind auch für Unternehmen immer interessanter. So wollen auch Fuhrparkmanagementfirmen entsprechende Angebote zusammenstellen und setzen, mit Blick auf Länder wie Norwegen oder Niederlande, auf verbesserte Rahmenbedingungen. Dann sollten wir uns anschauen, welche Förderungen sind für die Unternehmen nützlich, ohne es jetzt überzufinanzieren, aber die Fahrzeuge zumindest gleichzustellen mit vergleichbaren Motoren oder vergleichbaren Fahrzeugen, sodass die Elektro- oder die Hybridmobilität keinen finanziellen Nachteil hat. Ich sage nicht, sie muss einen Vorteil haben, also sobald sie keinen finanziellen Nachteil hat, werden wir einen Anstieg in der Marktvolumen sehen. Was nützt E-Antrieb, wenn nicht geladen werden kann? Smartrix arbeitet an der Erweiterung des österreichweiten Netzes an Lade- und Schnellladestationen. In manchen Gebieten wie Wien, Graz gibt es heute schon ein dichteres Netz und wir werden auch nach dieser Grundversorgung weiter verdichten, in den Ballungsgebieten vorwiegend, aber auch entlang der Autobahn. Und da sind wir jetzt auch schon vertreten, Steinhäusl, Mondsee, Göttelsbrunn, demnächst wird dann auch Schottwin erfolgen, wo sie nicht nur beschleunigtes Laden mit 22 kW, sondern auch wirklich DC-Schnellladen, wo es in 20 Minuten schon geht, vorfinden werden. Gerade bei Technologiesprüngen wie nun hin zur Elektromobilität kommt es also auf viele Komponenten an. So bieten sich neue Möglichkeiten für neue Ideen und Unternehmen. Mit dem Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid jedenfalls kommt nun ein neuer Schub in den Markt der alternativ angetriebenen Fahrzeuge.